Dankeschön. Vielen Dank. Ich hab's geschafft. Keiner ist verletzt. Großartig. Hammer. Das ist schön. Immer wenn ich einen Blindenstock weglege, wird auch die erste Reihe nervös. Das ist super. Ah, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich darf dabei sein bei der Quatsch-Comedy-Show. Und ich liebe die Quatsch-Comedy-Show, denn der Quatsch-Comedy-Club ist der einzige Comedy-Club, der mit einer Schriftgröße arbeitet, mit der sogar ich was anfangen kann. Auch schön. Ihr seht, ich nehme das Ganze mit Humor. Ich habe eine Augenkrankheit, die habe ich seit meinem 16. Lebensjahr. Das heißt, ich bin nicht blind geboren. Ich sehe nur noch 5% auf beiden Augen. Und das seit meinem 16. Lebensjahr. Das bedeutet, ich sehe noch Farben, Lichter und Umrisse. Für mich ist jeder Tag wie ein LSD-Trip. Alles, was sehr nah dran ist, kann ich noch erkennen. Und ich finde, es ist total schön, das so mit Humor zu verarbeiten. Das ist sehr wichtig, mit Humor. Und man muss auch wirklich, ne, wenn man sowas hat in seinem Leben, was das Leben so komplett verändert, man muss Dinge im Alltag machen, die einem Spaß machen. Das ist wichtig. Wenn man merkt, okay, mein Leben hat sich verändert, aber trotzdem kann man noch schöne Dinge machen. Ich war zum Beispiel hier in Köln letztes Jahr auf einem Konzert im Januar im Palladium mit meiner Ex-Freundin. Aber nicht, weil mir das Spaß macht, sondern weil wir die Karten vor 4 Jahren zusammen gekauft haben. Das wurde dann durch die Pandemie immer wieder verschoben. Wir haben uns aber nach 1,5 Jahren getrennt und nach weiteren 1,5 Jahren haben wir uns wiedergesehen. Also sie, mich. Wir waren in Köln im Palladium ganz hinten neben der Plattform für Rollstuhlfahrer. Das ist so eine große Plattform, da können Rollstuhlfahrer über so eine Rampe drauf, damit die, obwohl die sitzen, in einer höheren Position sind und die Bühne besser sehen können. Und aus irgendeinem Grund durfte ich auch mit da drauf. So, für mich ist das völlig okay, wenn der Sitzplatz auch nur wirklich für die Leute ist, die es wirklich brauchen, für die, die im Rollstuhl sitzen. Für mich ist es unnötig, ich brauche es nicht. Aber die Security, die hat überhaupt nicht drüber nachgedacht. Die hatte einfach nur die Anweisung, behindert darf hoch. Das heißt, der hat mich so gesehen und eingefangen wie so ein Pokémon. Ah, blind habe ich noch nicht in der Sammlung, ab nach oben mit dir. Und dann war ich da oben, ja, habe mich so oben gesehen. Ich konnte die anderen ja gar nicht erkennen. Das heißt, ich wusste, okay, hier dürfen nicht nur Rollstuhlfahrer hoch. So, was haben die anderen denn? Das heißt, ich gucke so nach links und rechts und frage so, als würden wir im Gefängnis sitzen. Na, warum sitzt ihr hier? Was habt ihr angestellt? Und dann war ich da oben und habe zum ersten Mal nach 1,5 Jahren mit meiner Ex-Freundin gequatscht. Und die hat mich mal so auf den neuesten Stand gebracht. Sie hat mir direkt erzählt, ja, ich habe jetzt jemand Neues kennengelernt. Und ich mag ihn wirklich sehr. Er macht mich sehr glücklich. Ich liebe mein neues Leben. Und ich so, krass, das Bier hier 6 Euro kostet, oder? Ich brauche mehr davon, sonst packe ich den Abend nicht. Und dann habe ich so viel getrunken, ich musste so dringend zur Toilette. Und die, die hier in Köln im Palladium schon mal auf der Toilette waren, die kennen die Situation. Um da zur Toilette zu kommen, muss man eine Wendetreppe nach unten gehen. Das heißt, ich Idiot kämpfe mich diese Treppe runter, habe es dann auch geschafft, komme bei den Kabinen an. Aber die waren alle besetzt und das ist für mich schlecht, weil ich kann nicht so gut im Stehen pinkeln. Also ich könnte natürlich schon, aber ich ziehe nicht mehr so gut wie mit 16. Ich denke an die Leute nach mir, das ist keine gute Idee. Aber ich musste so dringend und ich war so verzweifelt, ich bin doch zu den Pissoirs gegangen. Aber das waren nicht so einzelne Dinger, sondern so eine durchgehende Wand. Und ich stelle mich so davor, so richtig vor uns. Ich dachte, boah, ich hoffe, das klappt jetzt. Ich stelle meinen Blindenstock so an die Seite und hoffe gleichzeitig, dass das Pissoir nicht noch so um die Ecke geht. Dann stehe ich so, okay, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Und neben mir steht so ein Typ, der war auch am Pinkeln, der sieht das so. Und der wollte mir helfen. Und während er pinkelt, kommt er so zu mir rüber, guckt runter und sagt, nee, sieht gut aus, mach weiter. Ich sag, wie schön, dass mir jemand hilft, toll. Oh, das finde ich richtig gut. Der hat mir richtig auffällig beim Pinkeln zugeguckt und ich konnte mich trotzdem voll entspannen. Und das Schräge war, nachdem ich fertig war, sagt er auf einmal so richtig angewidert, also nach oben kommst du jetzt aber schon alleine, oder? Als wäre das der unangenehme Teil gewesen. Und ich dachte mir so, hör ich dann Hauch Homophobie raus? Ich hoffe doch. Also ich finde Homophobie scheiße, aber es wäre interessant zu sehen, wie seine Grenzen verteilt sind, weil das so überhaupt keinen Sinn ergibt. Also wenn ich auf den Penis gucke, das ist die eine Sache. Aber wenn du dich an meinem Arm festhältst, das wäre schon schwul. Ich will nicht, dass das einer sieht. Und nur aus dem Grund habe ich gesagt, oh doch, ich brauche Hilfe. Hier komme ich nicht alleine weg. Dann halte ich mich so an seinem Arm fest und sag so, boah, kann es sein, dass du trainieren gehst? Du riechst aber gut. Dann sind wir so zusammen nach oben gegangen und er wollte schon abhauen. Dann halte ich ihn noch so an der Hand festziehen, nochmal so zu mir hin, weil ich mich verabschieden wollte. Nehme ihn so in den Arm und flüstere ihm so zu, hat dir eigentlich gefallen, was du gesehen hast? Dann bin ich zurück zu meiner Ex-Freundin gegangen und sie fragt so, warum hat das so lange gedauert? Nicht so, ich habe jemand Neues kennengelernt. Ich mag ihn wirklich sehr, er macht mich sehr glücklich. Ich liebe mein neues Leben.
Und das liebe ich halt so an Stand-Up-Comedy. Das ist so toll. Du kannst Geschichten, die dir so im Alltag passiert sind, ne, die vielleicht auf Anhieb erstmal nicht positiv klingen, die kannst du mit auf die Bühne nehmen und etwas Positives verwandeln. Und es wird ja auch so oft darüber diskutiert, macht man jetzt Witze über Behinderungen oder nicht? Und ich finde die Diskussion so unnötig, weil es gibt unterschiedliche Meinungen, das ist auch völlig okay. Aber ich bin der Meinung, wenn die betroffene Person auf die Bühne geht und Witze darüber macht, entscheidet sich die Person ja auch glücklich damit zu sein. Und es ist so viel besser, als traurig zu Hause zu sitzen. Und genau das habe ich heute gemacht. Ich war hier auf der Bühne und hatte sehr viel Spaß mit euch. Vielen Dank, habt noch einen schönen Abend.